Core Gamer Production. Hey you guys, willkommen zurück zu Fahrenheit. Ich bin Saul. Ich bin der Rockstar. Ja, und Rockstar hat sich in der letzten Folge ganz gewieft an der Polizei vorbeigesneakt, wie sich das für einen Meisterassassinen gehört. Ich schaue mich jetzt hier gerade nochmal um. Okay, nein. Hier zwischen. Okay, hier ist auch nichts. Oder kann ich hier nochmal ein Rohr? Nee. Ist da nicht ein offenes Fenster? Ja, ich guck gerade hier. Es muss ja. Ich dachte, wir müssten hier irgendwo rein. Ja, durchs offene Fenster vielleicht. Okay, dann probieren wir das offene Fenster. Es war mir zu naheliegend. Aber auch nicht. Dieses Fenster gehört zu Tiffanys Wohnung. Wenn ich das nur öffnen könnte. Benutze die Macht! Es hat leicht nachgegeben. Hat sich schon ein wenig geöffnet. Kane, mach's doch einfach auf. Ah, fast hatte ich's. Na, mach doch. Meine Fresse. Steig ein in die Wohnung von Tiffany. Ich war nicht gerade stolz darüber, wie ein Dieb in Tiffanys Wohnung eingebrochen zu sein. Aber ich hatte keine Wahl. Ich hatte den ganzen Tag fast nichts gegessen. Ich war geschwächt und müde. Ja, essen, duschen, schlafen. Aber sowas von. Aber du könntest dich auch hinlegen direkt. Nee. Oh, auf die Plätze, was ist los? Irgendwelche komischen Optik schiebt er sich wieder. Ah, okay, Tyler kommt. Das Monster rein. Aus seinem Bett. Tyler guckt unter den Schrank, unter das Bett. Und jetzt direkt Tyler in die Arme. Und immer fertig gestrichen hat die Gute. Nutella. Lukas lebt von Nutella. Er ist in Nutella aufgewachsen. Wurde von ihm aufgezogen. Er hat richtige Nahrung erst kennengelernt, als er ein Mann war. Entschuldigung. Wie geil, Junge. Vor allem, warum knuspert das so? Das Nutella ist die Folie nur raus. Achso, okay. Ich dachte gerade, das hört sich nicht gesund an. Alter. So, was gibt's hier noch zu essen? Nichts zu essen da. Ja, super. Danke, Frau. Ach, okay, das ist das. Nichts zu essen da. Ich habe eine Bonuskarte. Na, da war ich ja schon dran. Was ist noch im Kühlschrank? Ach, Lukas. Natürlich, jeder macht sich Sandwiches und sowas. Ich bin erstaunt, wie dieser Sound überall Verwendung findet. Ich schwöre, das ist derselbe Sound, den du hast bei Ark. Wir stehen bestimmt in der Zeitung. Mein Bild ist in allen Zeitungen. Auf der Straße könnte mich jeder erkennen. Ich muss jetzt also sehr vorsichtig sein. Ja, ich mach's mir bequem. Ist auch nicht irgendwie creepy oder so, ne? Okay, duschen gehen können wir nicht. Dann muss ich bestimmt gleich irgendwo verstecken. So wie ich das Spiel einschätze. Ja, und ich denke mal, durch den Dings haben wir jetzt schon mal. Was ist das? The Ring läuft. Und um die Meinung eines Fachmanns zu hören, darf ich nun einen der angesehensten Spezialisten für Maya-Zivilisationen begrüßen, Professor Dimitri Kuriakin von der Mesoamerikanischen Universität hier in New York. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind, Professor. Sie haben ein faszinierendes Buch über Maya-Rituale geschrieben und ich würde Sie nun gerne bitten, uns... Ein Spezialist für Maya-Zivilisationen.
Der muss wissen, was Quetschnitlan bedeutet. Ich muss diesen Professor Kuriakin aufsuchen. Sonst kann ich hier ja nichts mehr machen. Warum wird's jetzt dunkel? Deswegen. Ah, okay. Die denkt sich auch nichts Böses. Hallo, hier, ich bin's, der Ex. Was machst du hier? Du hast mich vielleicht erschreckt. Die Polizei sucht mich. Ich muss mich irgendwo ein paar Stunden ausruhen. Lukas, was ist denn los? Es heißt, du hättest mehrere Leute getötet. Ist das wahr? Die ganze Sache ist sehr kompliziert. Aber du musst mir glauben, ich bin kein Mörder. Ich weiß, dass du so etwas nie tun würdest, Lukas. Du musst das erklären, ihnen sagen, dass du unschuldig bist. Ich muss erst rausfinden, was mir genau passiert ist, Tiffany. Nur dann kann ich meine Unschuld beweisen. Bullerei. Lukas, die Polizei. Es ist alles aus. Nein, die werden dir sicher nur ein paar Fragen stellen wollen. Versuch ruhig zu bleiben, Tiffany. Und beantworte ihre Fragen. Ich verstecke mich hier. Die sind gleich wieder weg, glaub mir. So, wir sind auf jeden Fall. Frau Harper, sind Sie da? Scheiße. Ja, eine Sekunde. Ich komme. Ich hol immer den Kleiderschrank. Dieses Verstecksymbol ist ja super, ne? Lukas, ich kann Sie nicht länger warten lassen. Ich muss jetzt aufmachen. Ach, Übertreibung. Frau Harper? Ja? Inspektor Tyler Miles, New Yorker Polizei. Ich untersuche den Fall Lucas Kane. Wenn ich recht informiert bin, sind Sie seine Freundin, oder nicht? Seine Ex-Freundin. Wir sind getrennt. Seit ungefähr einem Monat. Haben Sie in letzter Zeit etwas von ihm gehört? Versuchte er, Sie zu kontaktieren? Ich war bei ihm, und zwar vorgestern, um ein paar Sachen zu holen. Ich blieb nicht lang. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Dürfte ich mich hier mal kurz umsehen? Tja, aber es ist... Dauert nicht lang. Okay. Immer sei der Schrank. Sei der Schrank. Sie renovieren wohl, hä? Ja, die Wohnung sah ziemlich schäbig aus. Deswegen streiche ich sie neu. Das wird aber noch dauern, denn mein Job lässt mir nicht viel Zeit um. Und was ist Ihr Beruf? Krankenschwester. Im St. Jones Krankenhaus. Die Spannung steigt. Die Spannung steigt. Wird Tyler Lucas finden? Oder wird Lucas Tyler umbringen? Das ist ein schlechter Bulle. Er guckt unterm Bett, aber nicht im Schrank. Aber nicht im Schrank. Wobei, das könnte ja sein, dass das Persönlichkeitsrechte verletzt. Wegen Klamotten und so. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Falls Kane sich bei Ihnen meldet, rufen Sie mich bitte sofort an. Hier ist meine Karte. Er hat nicht mal geblinzelt. Junge, ein Stapel. Passen Sie auf sich auf. Kane ist extrem gefährlich. Hallo, ich heiße Barney. Inspektor Carla Valenti. Sie wollen zu Janos, habe ich recht? Er befindet sich im zweiten Flur rechts. Wenn Sie fertig sind. Schon wieder Stromausfall. Heute bereits der sechste.
Aber wen wundert's bei der Kälte? Glücklicherweise haben wir unseren eigenen Notstromgenerator. Wie gesagt, Janos Zelle befindet sich im zweiten Flur rechts. Einer meiner Kollegen wird Ihnen die Tür öffnen. Ich überwache alles. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Ohne Scheiß, der wirkt doch immer wie ein Serienkiller. Ja, schau allein der Blick jetzt so. Ich wusste nicht genau, was ich mir von diesem Besuch versprach. Kane war der Mörder, das stand fest. Dennoch musste ich erfahren, was es mit diesem seltsamen Kirstenmord auf sich gehabt hatte. Ach, da ist er. Hallo, Inspektor. Ich warte hier auf Sie. Gut, danke. Oh, guck mal, Dr. Hannibal Lecter. Sieht eher aus wie Edward. Edward Forgiens. Edward mit den Scherenhänden, so vom Gesicht her. Lass dies, das. Hallo, ich bin Inspektor Carla Valenti von der New Yorker Polizei. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Natürlich nur, wenn es Ihnen recht ist. In Ihrer Akte steht, Sie hätten oft gewisse Visionen gehabt. Könnten Sie mir mehr darüber sagen? Wieso haben Sie sich die Mühe gemacht, mich aufzusuchen, Inspektor Valenti? Einen Irren, wie Sie wissen. Was ich sage, ist doch bedeutungslos. Oder etwa nicht? Vielleicht aber nicht für mich. Bitte, Anton, erzählen Sie mir, was Sie wissen. Ein Mann und eine Frau in einem Waschsalon. Sie ist leicht korpulent, mit hispanischen Zügen. Er hat ein Messer im Auge stecken. Woher wissen Sie das? Ich war dort. Ich kann durch seine Augen sehen. Bei jedem seiner Morde bin ich dabei. Wer ist der Mörder? Das weiß niemand. Keiner sieht ihn. Er hinterlässt im Gedächtnis der Menschen keine Spuren. Aber ich weiß, dass er existiert. Er ist unter uns, unsichtbar. Er ist überall. Warum bringt er Leute um? Er will auf die andere Seite blicken. Er sucht ein kleines Mädchen. Er wartet schon sehr lange. Er will sie und wird alles tun, um sie zu kriegen. Pedo-Alarm! Es gab weitere identische Morde, stimmt's? Die Morde werden erst aufhören, wenn das Mädchen gefunden wurde. Warum? Warum töten sie? Die Welt ist nicht, was sie glauben. Der orangene Clan hat im Geheimen alles unter seiner Kontrolle. Er beobachtet und bespitzelt uns ohne Unterlass. Er nimmt jedes unserer Worte auf und weiß genau, was jeder in jeder Minute tut. Er ist überall. Und was hat das mit den Morden zu tun? Sie wollen absolute Macht und die Antwort auf alle existenziellen Fragen. Sie streben nach Unsterblichkeit. Ich muss wieder los, Anton. Danke für Ihre Hilfe. Es ist bereits zu spät. Die Kälte wird uns alle niederraffen. Eine neue Rasse wird sich erheben. Das Ende der Menschheit. Das Ende der Menschheit. Ich glaube, Anton ist nicht mehr ganz fit in der Birne. Lief alles nach Wunsch? Ich werde sie... Oh, shit. Mist. Diesmal scheint's ernst zu sein. Anscheinend ist unser Notstromgenerator noch nicht angesprungen. Nur Geduld. Manchmal dauert's eine Weile. Wir warten so lange hier. Was war das? Oh Gott. Die Zellentüren. Sie haben sich alle geöffnet. Der Stromausfall hat die Verriegelung außer Betrieb gesetzt. Was? Heißt das, die Patienten können die Zellen ungehindert... Psst. Keine Bewegung und kein Geräusch. Sie dürfen nicht uns nicht bemerken. Nur keine Panik. Wir warten einfach, bis das Licht angeht. Schön still. Bleiben Sie dicht hinter mir. Der Wärter. Sie haben ihn erwischt. Ich muss hier weg, sonst finden die mich auch.
Wenn ich nicht ruhiger atme, kippe ich in Ohnmacht. Und sie kriegen mich garantiert. Oh Gott, schnell. Oh nein, ich höre jemanden. Er kommt immer näher. Jetzt bloß nicht bewegen, Carla. Halt den Atem an. Er geht weg. Ich kann weiter. Er ist genau neben mir. Nein! Oh, habe ich mich jetzt auch erschrocken. Damit endete alles. Meine Angst übermannte mich und damit war mein Tod besiegelt. Warum? Der sitzt jetzt nur über dir, der kann ja. Aber er ist richtig rassistisch gegenüber geisteskranken Leuten hier. Ja, aber der kann mich doch nicht umbringen. Sollst durchatmen. Ruhig doch. Aber da ich weiß, dass das von rechts nach links geht. Oh nein, ich höre jemanden. Er kommt immer näher. Jetzt bloß nicht bewegen, Carla. Halt den Atem an. Er geht weg. Ich kann weiter. Er ist genau neben mir. Er geht weg. Ich kann weiter. Jo, boy. Der Dicke da hinten ist irgendwie komisch. Barney! Barney! Öffnen Sie! Gott sei Dank haben Sie es geschafft. Boah, wie gelassen das hätte schlimm enden können. Die automatische Verriegelung hat die Türen zu den Zellen geöffnet. Sind Sie verletzt? Ist wirklich alles in Ordnung? Klar, Barney. Alles bestens. Ich liebe es, mit einer Horde Psychopathen im Dunkeln Verstecken zu spielen. War doch ganz entspannt. Wir sind nur einmal gestorben. Läuft doch bei uns. Das Museum. Dieser Mann, den ich flüchtig aus dem Fernsehen kannte, war meine letzte Hoffnung. Ich wusste zwar nicht, inwiefern das Geschehene etwas mit den Mayas zu tun haben konnte, aber ich war inzwischen bereit, jegliche Erklärung zu akzeptieren, die mir den Albtraum, den ich durchlebte, irgendwie plausibel machen konnte. Hallo, ich bin Journalist. Ich bin mit Professor Koryakin verabredet. Er erwartet Sie bereits. So, aber das lohnt heute nicht mehr, denn würde ich sagen, wir sagen an dieser Stelle schon see you guys. Und hier willst du früher Feierabend machen? Ja, du musst ja bedenken, das, was wir jetzt alles machen, das müssen wir in der nächsten Aufnahme trotzdem neu erspielen. Deswegen ist das unsinnig. Weil wir ja vom Checkpoint wieder laden. Deswegen wollte ich dann eher Feier machen, ja. Dann sagen wir an dieser Sinne zu einer Stelle see you guys und seht das nächste Mal, wie es so weitergeht mit Fortnite. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.